Das war jetzt aber nicht nett. Das war ganz nimm mich jetzt aber persönlich. Ja. Wir kennen uns gerade mal ein Jahr und Tage. Gerade mal? Ja. Und? Wer bist du? Jawohl, ich hab Pizza gelernt. Steht auf. Boah, Pizza. Nee, ich hab sie gelernt. Pizza gedrückt. Nicht, dass ich sie gemacht hab. Ich mach mal. Ja, du hast im Traum. Ups, du hast okay. Von Pizza geträumt. Jetzt weißt du, wie man die macht. Immerhin ist Baumfell nicht instant. Alter, nicht schon wieder. Nein. Wolltest du aber schon wieder einen wertvollen Baum kaputt machen? Ich wollte die Aprikose, hatte aber die Axt ausgerüstet. Die Aprikose habe ich bekommen. Den Baum auch. Nein. Wie geht's denn, Imba? Haben wir denn neue Steine oder was ist denn das? Ich bin jetzt der Fischer vom Dienst. Wiedersehen. Das ist, oh, ein Rucksack. Ein Trüffel. Auch gut. Hallo, ihr Schafe. Mäh, ihr Schafe. Mäht. Mäh doch selber. Ich brauche immer noch Hasen. Und Rotkohl. Aber wir haben noch genug Holz. Das heißt, wir können den Seeigel holen. Achso. Ja, dann mach mal. Jo, warte, ich glaube, wir müssen Gras sammeln. Boah, Gras. Wir haben keins mehr im Silo. Hey, die essen doch gerade draußen. Ja, aber für Zukunft. Ja, stimmt. Die Zukunft! Kann man Seegras nehmen? Holz. Ja, mir geht's auch gut, danke. Tut mir leid übrigens wegen dem Schnäuzen die ganze Zeit. Ja, wir wissen, dass du nur Mitleid willst. Nein. Du, ich glaube, das ist gerade der übelste Qualitätsstream mit meinem Ventilator im Hintergrund die ganze Zeit. Du musst deine Nase putzen. Liegt an dem Scheißwetter. Das macht einfach nur krank und bescheuert. Ja, Bauer sein laugt einen halt einfach aus. Ja. Und das Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Ja, da. Reparier mal. Ich finde toll, wie das instant geht. Mir ist gerade das Wort für Fledermaus nicht eingefallen. Ich wollte das Spaghetti sagen. Also die Hitze tut mir echt nicht gut. Wow. Ja. Der Strahl ist leer. Komplett? Der ist komplett leer. Okay. Hier ist nichts. Absolut nichts. Wo ist das ganze Zeug hin? Ja, das ist im Winter garantiert gespawnt, oder? Kann sein. Ey, ich hab grad 300 Holz für nichts ausgegeben. Ist das nicht toll? Du hast es für die Zukunft ausgegeben. Warum ist hier nichts? Spiel! Du meinst drüben die nächste Insel? Ja! Da war am Tag zuvor noch ein Koralle. Jetzt ist da nichts! Ja, vielleicht muss es wieder kommen. War Flut und dann ist wieder Ebbe. Weißt du, so funktioniert das hier. Ich warte nur noch auf das Hochwasser. So, wir können eigentlich noch ein bisschen Wein machen hier. Was haben wir denn da Gutes? Mach mal Kürbiswein, komm. Kürbiswein, lecker. Lass Kaffeewein machen. Kaffeewein. Nicht Weinkaffee. Gibt's einen Unterschied? Jetzt beides Kacke an. Tonic, der Name. Guck mal, ob ich was beim Händler abholen kann, also bei unserem Guten hier. Ich habe jetzt 3 Trüffel aufgesammelt.
Kannst du ja eine Trüffelsuppe machen. Ja, einen Trüffelöl machen, aber da braucht man eine Maschine für. Keine Ahnung, was über. Was sind Trüffel überhaupt eigentlich? Rein Pilze. Biologisch gesehen. Pilze? Sind das Pilze? Ich habe ja. Keine Ahnung, ich habe mich damit nie beschäftigt. Das sind Pilze, ja. Okay. 35 Kupfererz bringt. Ich mach mal so eine Trüffelölmaschine. Mach das. Du mal. Vielleicht lohnt sich das ja. Ich geh mal in die Höhle und hol 35 Kupfer für einen Clint. Viel Erfolg. Er freut sich sicherlich. Fischen macht Spaß. Wir brauchen doch gar keinen Fisch mehr, oder? Ich fische aber, um ein Level hochzukriegen. Und extra Geld. Weil das Level 10 Fishing Upgrade ist schon nett. Das ist halt einfach kostenloses Geld, ja. Das ist dann halt Free Money. Jeden okay. Tag. Muss halt keine Köder mehr in die Reuse legen. Wirfst zigtausend Reusen ins Meer, gehst jeden Tag vorbei, um das Zeug rauszunehmen. Nett. Und das war's früher so. Ich weiß nicht, ob die das geändert haben. Hallo, Kupfer. Hallo, Krian. So, sterbt. Sterbt, ihr bösen Viecher. Ich müsste eigentlich mal Milch mit Honig machen. Boah, ist aber auch saulecker. Ich mag das. Ja, aber nee, an so einem warmen Tag. Doch, ist immer gut. Warum denn nicht? Nee. Warmes Essen oder warme Getränke gehen an warmen Tagen halt einfach nicht. Dann macht der kalte Milch mit Honig. Dann löst sich der Honig aber nicht schön auf. Dann macht die Milch erst warm, tut den Honig drin auflösen und stellst in den Kühlschrank. Man kann es auch kompliziert machen. Tom. Ja, du hast doch damit angefangen, weil du rumholst. Der Tony gibt dir da ganz nette Tipps und Tricks, hier Lifehacks. Und du machst da den Tonic fertig. Siehst du mal, wie der mich immer behandelt. Also wirklich, der arme Tonic, ey. Ich hab jetzt eher erwartet, ja, dann nimm den Honig so und schütt Milch nach. Ein Unsinn, wer macht denn sowas? Vermischt sich eh im Magen. Man nimmt beides und schützt einfach ins Klo, weil dann ist am Ende eh. Hä? So, das heißt, ich trinke Klowasser. Nein. Aber man könnte es sich vorstellen, aber nein. Es geht darum, dass im Endeffekt sowieso alles im Klo landet. Achso. Aber interessant, dass deine erste Assoziation mit dem Satz vom Tonic war, dass er dir unterstellt, du würdest Klowasser trinken. Ich hätte auch nicht kapiert, wie du da drauf kommst, aber gut. Naja, weiß ich, dass ich war doch gerade bei, das vermischt sich eh alles in meinem Magen. Ja. In der Regel ist dann der nächste Schritt dann ein Treffen auf dem Klo. Ja, ich bin keinen Schritt weiter gegangen. Ich dachte mir gerade, wie kommt das jetzt in meinen Magen? Ich habe jetzt einfach nur weitergedacht, den Gedanken von dir. Ach, ich bin nicht so fortschrittlich. Naja. Kann ich Trüffelmarmelade machen? Ach, schade nicht. Geht leider nicht. Die zu teuer. Aus Pilzen Marmelade machen, geil. Ja. Hab ich mal probiert, bestimmt. Na gut, du kannst ja aus Zwiebeln Marmelade machen, also. Zwiebelmarmelade? Ja. Die ist garantiert nicht gerade so fruchtig. Aber wobei, wenn du vorher die Zwiebeln karamellisieren lässt, also einfach nur anbrätst, werden sie automatisch süßer. Hm. Wie viel Kupfer brauche ich denn noch? 35. Ich habe 30. Also fehlen mir noch 5. War der Genie Krian am Start? Mhm. Ganz alleine ausgerechnet. Ich bin stolz auf dich. Danke. Auf dir. Immerhin ja, einer. Boah, jetzt fehlt mir noch ein einziger Kupfer. Ist doch verarsche. Kupfer fehlt mir eins. Komm her, Fliegevieh, und stirb. Fliegevieh. Das sind die Fliegedinger.
Ja. Oh, hier sind 4 Kupferdinger. Perfekt. Haben wir noch irgendwas mitzunehmen, oder? Es liegt hier noch 2x Trüffel. Was ist denn mit den Schweinen los? Ja, haben wir halt Schwein. Wow. Ja, lass mich. Das ist ja nur ein einziges Schwein. Der hat jetzt an einem Tag 5x hier Trüffel reingelegt. Reingelegt? Hey, aber keine Ahnung, wo er das her hat. Aus dem Boden. Lässt ja, aber rein. Manchmal hat das ja auch, in der Scheune reingelegt, ne? Naja, bei mir hat er das außerhalb des Zaunes gemacht. Das heißt, er muss rausgeschlichen sein, das hingelegt haben. wieder reingegangen sein. Das ist schon schwierig. Das ist schon eine Leistung. So, wir nehmen hier noch ein bisschen Bäumchen mit. Ich will keine Trüffel essen. Sollen wir eigentlich mal gucken, ob. Wir haben unten das Mais in dieser. Ne, was haben wir da in den Bohnen haben wir da stehen, gell? In diesen langen Regen. Hat was? Eigentlich jemand das Gewächs ausgegossen? Ich wollte nicht gießen. Ich schon. Tonic ist fleißig. Wisst ihr? Ja, und ich bin der Undankbare. Und trotzdem stehe ich am Ende einfach nur noch rum und mache nix. Weil ja, ich bin jetzt gerade 24/7 angeln. Dankeschön, gern geschehen. Ich weiß, dass sie gut sind. Gib mir mein Geld. Geht doch. Tschüss. Wollte aber auch sagen. Das ist aber interessant, das Kupfer, das du mir hier. Halt die Fresse, gib mir mein Geld. Ja, weil er immer dasselbe sagt. Wenn wir so ein bisschen Abwechslung reinmachen, dann würde ich ja nichts gegen sagen, wenn er mich voll labert. Hätte ich ja kein Problem damit. Das ist genau, als würde man jeden Tag zum Postboten ihn anschreien. Dass er mir endlich seine Post geben soll. Was ist denn das da rechts? Ist das die Ölmaschine? Comic? Ja, 2 Stück. Cool. Nächstes Update. Autos. Das Autos? Ja, mit Öl. Okay. Mein Auto läuft jetzt nicht auf Öl. Das Öl, was Benzin und dann. Das vielleicht nicht ganz akkurat, aber es ist ein Spiel. Ja, Öl und Benzin ist nochmal ein Unterschied. Ich weiß. Ich glaube, du bist verwirrt. Lass mich, ich bin krank. Oh. Oh, wollt ihr vielleicht im Chat einmal ganz kurz Mitleid für den armen Toni haben? Nein, nein. Einmal ein. Oh. Nein, nein, Twitch. Jeder, der das macht, wird geteilt. Du, wenn du so mit den Zuschauern umgehst, da sage ich auch, wir nehmen dir wieder das Ding weg. Hast du eigentlich gesehen, dass der Phantom ganz nett kommentiert hat unter die eine Dead by Daylight-Folge? Oh Gott. Wenn du so schon anfängst. Dann. Er hat da irgendwas Dummes geschrieben. Guck, Lost of You gibt dir kein Mitleid. Tonic gibt dir Mitleid. Guck mal, hier ist noch eine Axt drin. Die sieht aus, als würde die Katze gerade in die Kiste rein. Hier hinten ist noch eine Axt Kiste drin in der Kiste. Okay, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, aber ich versuch's. Ich gehe jetzt mal los. Mach das. Ich angel nochmal. Was ist das denn? Wieso ist da so ein Seerose? Katze, geh weg. Ja. Okay, ich soll vielleicht mit meiner Stimme nicht so hoch gehen. Nee. Jawohl, Julia Cola noch geangelt, sehr gut. Lecker, Cola aus dem See. Besser als aus Seewasser. Also von daher sollte man das schon mal zu würdigen wissen, wie gut das eigentlich ist. Gut, man kann auch gerade frisch geangeltes Seegras essen, also das ist vielleicht auch nicht so lecker. Das weiß ich nicht, hab's noch nicht gemacht. Gut, ich habe auch noch eine Cola aus dem See getrunken. Du hast noch 20 Minuten, 10 Minuten. Ja, Toni hat's geschafft. Gerade so. Der macht das aber auch immer wieder spannend, der Toni. Naja, also so viel hat deine Fischerei nicht gebracht. Wobei, das sind die vom Vortag. Das war ich habe die, ich heute geangelt habe, noch nicht weggeworfen. Du hast aber ordentlich was gesammelt, muss man dir schon lassen.